Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Guardian Beat Channel. Heute zu meinem ersten Unboxing. Heute stelle ich euch die iBeats vor. Wieso mache ich überhaupt ein Unboxing? Denn ich habe ja einen Guardian Beat Channel, der Webbescheid und so. Und ich habe gedacht, Audio, das geht euch auch was an. Ich habe mich halt gefragt, wie klingen die iBeats, wie sehen sie aus, etc. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, ein Unboxing zu machen, weil es könnte euch ja weiterhelfen. Okay. Fangen wir mal an. So kommt es an. Es wurde jetzt schon ausgepackt. In so einem Karton kam es halt an. Hier seht ihr halt das Beats by Dr. Dre Logo. Hier steht drauf iBeats High Performance In-Ear Headphones. In-Ear Headphones. Hier seht ihr halt schön die Beats, die iBeats. Das ist jetzt die schwarze Version. Die gibt es auch in weiß. Und es ist halt mit Control Tag. Mit Inline-Mic, das wird halt, kann man fürs iPad, für iPod und für iPhone, für die Apple-Produkte halt verwenden. Ich glaube, für Mac geht's auch. Und bei HTC geht's auch. Bei manchen Samsung-Geräten geht's, aber bei Android, also allgemein, geht's jetzt kaum. Da unten ist halt nochmal so ein Monsterzeichen. So sieht's vorne aus: iBeats. So, hier hinten seht ihr halt hier oben: das Dr. Dre. People aren't hearing all the music. Ja, das stimmt, die Leute, die hören ja nicht die ganze Musik, also die hören die Musik jetzt nicht so, wie sie im Studio produziert wird, die hören jetzt etwas schlechter wie in iBeats. Das ist schon ein sehr guter Sound. Hier Dr. Dre, die Unterschrift, Beats by Dr. Dre, Beats by Dr. Dre.com, MonsterCable.com und hier bei Monster, Powered by Monster. Die Kosten bei Monster, auf der Beats Homepage kostet die 90 Euro, aber ich glaube, sie sind heute an sich jetzt nicht mehr so viel wert und auf Amazon kostet sie 50 Euro, dort habe ich sie bestellt. Ja, es gibt jetzt glaube ich auch schon eine neuere Generation, es gibt auch noch Monster Beats Solo HD, wo ich auch bei den Unboxing mache, dann gibt es auch Power Beats, Orbeats etc. Hier seht ihr iBeats, Beats by Dr. Dre, Monster. Ja, jetzt machen wir die Verpackung mal auf. So, ich habe es jetzt aufgemacht. Hier steht das Motto wahrscheinlich, Sound Really Matters. Und hier seht ihr so ein Papierding mit dem Beats Logo drauf. Ja, yeah, ich habe jetzt erstmal die Kopfhörer schon mal rausgenommen. Hier sind die ganzen Ohrstecker. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Paare. Und hier ist noch so ein Clip zum Anhängen irgendwie wahrscheinlich. Und du kannst es halt benutzen für Sport, für den Bus zur Musik hören oder im Flugzeug oder wenn du mit der Bahn fährst. Es gibt halt für alle Alltagsmöglichkeiten sind die Kopfhörer halt, die iBeats oder auch. Und deswegen gibt es auch so viele hier Kappen für die Kopfhörer. Das müsste eigentlich in fast jedes Ohr passen, denn es gibt ja hier viele verschiedene Kappen, wie gesagt. Ja, hier ist erstmal der rechte Ohrstöpsel. Rechts, das ist ja der mit dem roten Ring. Muss ich erstmal scharf stellen. Sorry, geht das nicht. Hier ist halt das Beats Logo drauf, hier ist auch noch eine Klebefolie drauf. Ich habe die halt gestern gekauft. Und hier ist halt schon mal so eine Kappe drauf, hier ist noch das Beats Logo, iBeats. Sehen schick aus, bestehen aus Aluminium und sind sehr leicht und das Design ist schon cool. Ja, jetzt muss man hier ab. Das ist jetzt der rechte Ohrstöpsel, ich habe es abgemacht. Hier seht ihr, so sieht es aus ohne den Ohrstöpsel, ohne den Teil hier. Hier ist halt so eine Membran und hier ist halt Aluminium. Wie gesagt, man kann hier halt die ganzen Kappen drauf stecken. Hier ist wieder das Beats Logo, wie gesagt. Der Unterschied hier identisch, außer dass der Ring hier blau ist und es ist halt der linke Ohrstöpsel wieder hier iBeats links Beats Logo und Monster steht da unten drauf. Und ja. Und wie gesagt, also sehr basslastig, aber es lohnt sich halt für die Leute, die halt sehr viel Hip-Hop hören. Das sind halt fast die besten Kopfhörer in dem Bereich halt. Wie gesagt, das Band ist halt rot. iBeats, Beats Logo, ist halt so ein Teil, was halt zusammenhält. Dann jetzt hier das und
zählt das halt nochmal zusammen. Und hier ist halt das, was auch bei den Apple AirPods gibt, so ein Control Make. Damit nimmst du die Anrufe an und ab, wenn du hier drauf drückst. Und hier kannst du halt die Musik leiser und lauter machen. Und hier an den linken Stöpsel ist noch so ein Schild dran. Thanks for your purchase, because everyone's earth are different. Make sure to try out all the different sizes of ear types. Only with the perfect size of ear tips will you enjoy a snug fit, a sound isolating seal and maximum sound quality. Das bedeutet, danke fürs Kaufen. Du sollst jetzt mal die ganzen Ohrgrößen, halt die Kappen ausprobieren. Und bloß mit der perfekten Größe kannst du halt austesten. Da kann der Sound halt gut klingen im Ohr und die Soundqualität ist halt maximal und die Isolation ist halt dann auch gut. Und dann hier halt für mehr Informationen soll man halt monsterbeatheadphones.com/wearheadphones halt. Wearheadphones halt abchecken, da kann man sich das halt angucken nochmal. Ja. Findet ihr jetzt die Case für die iBeats? Das finde ich sehr cool, denn es gibt sie bloß bei ganz wenigen Marken. Also ich meine, es ist jetzt für 40, 50 Euro, wo so eine Tasche dabei ist. Sound really matters, das ist sehr hochwertig, das ist halt gummiertes Leder. Und das Beats Logo ist halt hier nicht bloß aufgeklebt, ist jetzt richtig mit eingraviert. Jetzt bei Dr. Dre, Powered by Monster. Hier seht ihr noch das Beats Logo. Und hier hinten steht halt auch iBeats eingraviert, ungefähr 18 Mal drauf. Und hier nochmal ein Monster. Und die Nähte sind hier auch sehr ordentlich. Und wenn du es auseinander machen willst, drückst du irgendwie so. Auseinander machen willst, dann machst du halt einfach so die Finger zusammen. Und so einfach geht es. Dann steckst du die Kopfhörer rein und kannst überall in der Schule, Bus, was weiß ich, auf Reisen. Kannst überall mit hinnehmen. So, hier ist so eine kleine Broschüre, wie ich gerade habe, Grape Monster, Kickstarter, Warantie. Garantie gibt es hier, glaube ich. Ich weiß nicht genau, 2 Jahre, die wurden hier in dem Fall 2010 hergestellt, 2010 Powered by Monster. Joa, man kann die auch registrieren und da gibt es halt auch ein Support-Register, Joa, Beats Today, beats.drgrape.com/register. Joa. Das ist nochmal was von Monsterbeat Service, ich halt drauf, Tschechische Republik, Irland, Dänemark, Frankreich, Niederland und so. Ich schiebe die ganze Telefonnummer, danke fürs Kaufen nochmal hier. Und hier ist halt, braucht man eigentlich nicht, also wenn es nicht ganz dumm ist. Die Anleitung, ne? Ich meine, so wie ich mich schon hatte, ist es wirklich nicht. Kann man natürlich aufheben. Also hier gibt es halt eine Anleitung für die iBeats. Englisch, Französisch, Deutsch gibt's ja auch, oder? Ja klar gibt's es hier, ja halt, da steht halt Verbraucherinformationen, ja. Und hier ist, war halt das ganze Zeug drin. Ja, ich hoffe euch hat's gefallen. Das war mein erstes Unboxing. Wenn ihr noch ein paar Anmerkungen habt zu dem Video oder so, kontaktiert mich per Facebook oder so. Es wäre schön, wenn ihr meine Facebook-Page Breaking B liken würdet oder mich abonnieren würdet, wenn es euch gefallen hat. Es kommen ja wie gesagt auch hauptsächlich Raps und jetzt kam auch eine Fresh unterwegs. Und ja, ich werde jetzt bald eins, mein nächstes Unboxing wird von den Monster Beats bei Dr. Dre Solo HD kommen. Ich habe mir halt erst die geholt und dann die iBeats, aber ja. Ist halt ein klasse Sound und so. Und zu den allgemeinen technischen Informationen werde ich dann noch was hier reinschreiben. Und ihr könnt mich auf Insta verlinken mit dem Hashtag LKAGWR. Mein Motto ist halt, Live geht's auch, es gibt auch Musik. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein, Leute.